Servus liebe Leute und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Silent Ghost. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu unserem dritten Part zu Resident Evil 7 auf Irrenhaus. Ist quasi unser letzter Durchlauf zur Platin. Ja, in diesem Run bin ich leider wieder alleine. Ja, ist im Moment ein bisschen schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ja, beim nächsten Part ist aber der Prebo auf jeden Fall wieder dabei. Und ja, wir machen genau dort weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Wir haben mittlerweile alle drei Hundeköpfe, zwei haben wir schon eingesetzt. Und ja, jetzt können wir quasi schon das Haus verlassen in Richtung Altes Haus zu Marguerite. Da sitzt die Omi. So, dann nehmen wir uns direkt schon mal die erste Münze hier draußen. Und zwar gehen wir hier unter die Veranda. Im normalen Spieldurchlauf finden wir ja da den Reparatursatz für die Waffen. Und hier auf Irrenhaus finden wir eine Münze und eine flüssige Chemikalie. Das können wir auch gleich mal hier kombinieren. Ah, hier finden wir schon den Granatwerfer. Stimmt, auf Irrenhaus liegt der ja hier und nicht in dem anderen Raum. Dennoch müssen wir in den Raum, wo eigentlich der Granatwerfer liegt, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, denn da finden wir später auf jeden Fall noch eine Münze. So, ich glaube, hier war sonst nichts mehr. Den werde ich mal wieder wegpacken. Das packe ich mal weg. Das packe ich mal weg. Ja, ich denke, das sollte erstmal reichen. Okay. Ich werde gerade mal noch kurz da hochgehen, mal sehen, ob da hinten noch was liegt. Holy shit. Holy shit. Okay. Gibt's hier noch was? Nee. Aber hier finden wir auf jeden Fall die nächste Münze. Die nehmen wir natürlich direkt an uns. Hier finden wir das erste Teil von unserem Flammenwerfer. Nehmen wir natürlich auch mit. Okay, gehen wir erstmal unseren Rucksack holen. Dann können wir auch mal mehr Gegenstände mit uns führen. Zack. So,
das können wir wegmachen. Das machen wir mal weg. Ah, stopp. Und das machen wir mal weg. So, okay. So, wenn wir hier rauskommen, gehen wir sofort nach links. Dort finden wir die nächste Münze. Und da brauchen wir den Dietrich. So, hier haben wir das nächste Teil für unseren Flammenwerfer. Können wir direkt kombinieren. Zack. So, ich werde uns mal heilen. Bin ich da? Ja, ist ja schon gut, Omi. Nee, ist ja die Mutti. Ist ja die Mutti. Thank you.
Jo! Ist der uns jetzt eiskalt hinterhergekommen? Verdammt, ich wollte die Marguerite halt nur, ja, erledigen, damit die uns da nicht stört. Ach, verdammte Scheiße. So, ich habe das Ganze jetzt gecuttet. Ich bin ja einmal gestorben. Und wir haben auch mittlerweile, ja, die Steinstatue. Mist, 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 So, Mist! wenn wir jetzt da durchkommen, wenden wir uns direkt nach Scheiße! links. Dort finden wir eine weitere Münze. Und zwar direkt hier. Die sammeln wir natürlich wieder ein. Ganz klar. So, was haben wir am Platz? Platz haben wir genug. Gucken wir erstmal, was hier in der Schublade so ist. Hier ist noch ein bisschen Munition für den Flammenwerfer. Flüssige Chemikalie ist auch immer gut. So, gehen wir uns mal die Kurbel holen. Ah, hier steht ja noch eine Kiste. Bisschen Pistol-Muni. So. Ah, da ist gerade einer aufgestanden. Dem laufen wir aber einfach vorbei. Hoffe ich natürlich, dass die. Oh, die Marguerite nicht gerade da steht. Natürlich steht sie da, war ja klar. Was auch sonst. Was? Hat die gerade Schwanzlutscher zu mir gesagt? Die ist ganz schön frech. So, ich glaube, sie ist gerade da vorbeimarschiert. Scheiß Viecher hier. So, ich habe nicht genügend Platz. Das ist ja fantastisch. Wow, was war das? Hey. So. Okay, dann werde ich mal den Flammenwerfer nachladen. Und würde dann. Hier haben wir noch Schießpulver. Gibt es hier sonst noch was? Nee. Okay. Ja, dann würde ich einfach. Ja, die restliche Munition vom Flammenwerfer. Oder nee. Ich mache hier die Pistolmunition weg. Davon haben wir auch eigentlich mehr als genug. So, da hinten war ja nichts mehr. Ja, dann können wir das alte Haus auch wieder verlassen. Nee, können wir nicht.
Das war jetzt eigentlich Quatsch, was ich gemacht habe, aber nicht schlimm. Ich würde mal kurz speichern gehen, bevor wir hier sterben. Wir müssen ja noch einmal ins alte Haus. Da müssen wir ja durch die Tür mit dem Krähenschlüssel, habe ich ganz vergessen. Aber ja, wie gesagt, ich würde gerne erst einmal schnell abspeichern hier an der Stelle. So. Okay, dann können wir das hier mal wegmachen. Die Münze können wir wegtun. Den Schlüssel brauchen wir noch. Brauchen wir die Kurbel jetzt noch? Ich glaube aktuell nicht mehr. Okay, alles klar. Stopp. Ich guck mal gerade, ob wir noch ein Kraut haben. Nee. Okay. Weiter geht's. Genau, da hinten ist unsere Tür. So, war hier eigentlich noch was? Diese scheiß Viecher da, die nerven mich so dermaßen. Verdammte Scheiße hier. Ja, war ja klar. Mann. Verdammt. Thank you.
So, jetzt haben wir sie hier. Nice. Okay. Ja, nicht wundern, ich habe das Ganze gecuttet, weil ich ja einmal gestorben bin und ja, habe ja abgespeichert im Wohnwagen und habe mir dadurch auch jetzt die Schrotflinte mitgenommen. Nur falls ihr euch fragt, warum ich jetzt die Schrotflinte dabei habe. Okay. Nice, bisschen Medizin ist immer gut. So, ansonsten gab es hier erstmal nichts. Hier finden wir jetzt erstmal die nächste Münze. Zack. Nehmen wir mit, ganz klar. So, kurz hier gegen die Tür, damit wir das Ganze triggern. Das jetzt nicht getriggert. Muss ich hier noch was? Muss ich doch hier ran? Ich glaube, das ist es. Ja. Okay, alles klar. Ist das jetzt weg oder muss ich noch das Telefonat annehmen? Nee, muss ich wahrscheinlich auch noch. Ja, jetzt ist das Ganze weg. Zum Teufel! Das ist neu! So, wenn wir hier oben die Leiter hochgeklettert sind, drehen wir uns einfach mal um. Da seht ihr hier diesen, ja, diesen Pfosten. Und da finden wir auch unsere nächste Münze. Die sammeln wir natürlich wieder ein. Und jetzt werde ich erstmal ja, zurück in den Wohnwagen, werde ein paar Sachen ablegen. Dann werden wir erstmal noch ein bisschen was einsammeln und dann geht es auch schon gegen den Kampf zu Marguerite. So, das werde ich mal alles behalten. Ich denke den. Ja, ne, ich mache dann lieber die Schrotflinte hier mal weg. Das mache ich mal weg. Ja, komm, das mache ich auch mal kurz weg. Wir kommen dann noch mal kurz zurück, speichern ab. Denn dann ist auch die Folge hier schon zu Ende. Und in der nächsten Folge werden wir dann den Kampf. Ach, hier ist noch ein bisschen Pistolmunition. Werden wir dann den Kampf gegen Marguerite in Angriff nehmen. Und wie gesagt, da ist der Prevo auch wieder mit am Start. So, können wir hier noch gucken, ob es hier noch ein bisschen was gibt. Das sieht nicht so aus, okay. War hier oben noch was. Für die Magnum, falls wir die nehmen sollten, weiß ich noch nicht genau. Okay. Ja, hier ist auf jeden Fall schon mal Kraut, das ist gut. Bisschen Schießpulver, flüssige Chemikalie, hier fehlt uns ein Dietrich, ein paar Audiokassetten und schon sind wir wieder voll. Ich werde das hier mal kombinieren. Zack. So, was haben wir hier noch? Hier wäre noch ein bisschen Munition, haben wir jetzt aber aktuell gerade ja keinen Platz. Gut, okay. Dann gehen wir wieder zurück zum Wohnwagen, rüsten uns aus, speichern ab und wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir dann ja, gegen Marguerite kämpfen.
Okay. Ja, den Krähenschlüssel können wir eigentlich erstmal weglegen. Den brauchen wir aktuell nicht mehr. Das können wir mal weglegen. Das legen wir weg. Erstmal. Das weg. Das brauche ich gerade zum Speichern. Das mache ich mal hier hin. Okay. Speichern. So, okay, gut, Leute. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze ein bisschen gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, kommentiert das Ganze auch, macht gerne ein Feedback. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut und Servus.